Leute, was geht ab, Leute? Hier ein Paket reingekommen, ich glaube aus Japan, von meinen Ex-Bestellungen. Gut, dass ich Geld da hatte, weil die wollten Zoll. Und wer mich kennt, der weiß, ich habe eigentlich selten Cash da. Zahle alles immer mit Crypto.com. Ich habe mich dazu entschlossen, die Sammlung nicht krass weiter fortzuführen. Also die Bestellungen, die noch reingekommen sind, sind noch reingekommen, aber zwei fette, krasse Bestellungen, die werde ich nicht tätigen. Yo, was geht? Es ist relativ spät, also ich teste einen Laden, einen Sushi-Laden, Asia-Laden. Der hatte kein Mittagsangebot, deswegen ab 17:30 Uhr. Also diese Läden langweilen mich, weil das fällt nicht in meine Essenszeit eigentlich. Es gibt ein paar asiatische Läden, die in letzter Zeit gehypt sind, wie Geisha, Mandarin Room, Hutong Club und Yushio, irgendwie sowas, den checke ich jetzt gerade ab. Und apropos gehypt, dieser eine Pizzaladen, der zufällig 5,0 war, wo ich das Instagram-Bild gesehen habe und mir dachte, okay, saftig, check ich mal ab. Napoli Rush, der wird gerade auch richtig krass gehypt. Also da waren wir ein bisschen Trendsetter, da waren wir relativ früh am Start. Und vielleicht reden wir ein bisschen über Niantic. Also ich hab ein Thema, worüber ich meine Meinung äußern will. Die Sache ist halt, will ich mich allgemein überhaupt noch zu Pokémon Go äußern, weil eigentlich, dann kommen halt die Pokémon Go Leute und so. Beim letzten Mal, jetzt wo ich mich über Spieletrend geäußert habe, war es gar nicht schlimm. Also die Leute sind gekommen, haben ihre Meinung zum Thema abgegeben und dann sind sie wieder gegangen. Und davor war es halt immer so, wenn ich ein bisschen auch nur Pokémon anschneide, dann sind die Leute halt gekommen und haben Negativität verbreitet, haben das dann auch auf die anderen Videos übertragen, sind eine Weile geblieben, nur um zu disliken und so. Und diesmal war es halt nicht so. Die haben halt das Thema zu Spieletrend gesehen, haben vorbeigeschaut, einen Kommentar abgelassen und dann sind sie halt wieder gegangen. Oder haben halt weitergeschaut, falls sie es interessiert hat, was ich so mache. Deswegen, vielleicht haben wir das Level erreicht. Die Zeit ist vergangen, hat die Wunden geheilt, sodass wir wieder über ein paar Themen reden können, mal das Wort aussprechen können, ohne dass die Leute über mich herfallen. Direkt am Herkommerplatz. Ich habe mich ein bisschen fehl angezogen für diesen Platz. Ich bin mit Jogginghose am Start. Und sieht lecker aus hier, das gönne ich mir. Aber, schaut's mal. Also preistechnisch ist es fast so wie Steffen Hensel ist, wo viele dann gesagt haben, boah, teuer war das und so. Aber es war echt das beste Sushi, was ich jemals hatte. Und das ist halt nun 20 weniger. Ah, das gönne ich mir nicht. Ich habe schon was im Auge. Vorspeise am Start, Leute. Ein feines Fläschchen. Spezielle Soße, immer geil. Oh, der ist krass. Die Soße taugt mir nicht, aber das Gyoza ist krass. Lecker. Das ist auch krass. Hat die Vibes von dem besten Sushi, das ich jemals gegessen habe. Qualitativ ungefähr ähnlich. Digga. Frag mich nicht, wie viel das gekostet hat. Boah, ihr habt es, glaube ich, gesehen. Digga, das sind 8 Bissen oder so. Aber egal, Crypto.com regelt, ihr wisst Bescheid. Okay, das ist echt traurig. Ne? Hier muss ich. Oh mein Gott, ich hab's fallen lassen. Oh mein Gott, nein.
genau Steffen Hensler-Style, was ich bestellt hatte. Qualitativ krass hoch, Preis natürlich auch. Also ich wusste nicht, dass der Laden so high-end ist. Aber kein Problem. Sieht so saftig der aus. Die von Steffen Hensler, die haben so geglänzt. Die hatten noch irgendwas super saftiges extra. Was sie halt nicht haben, aber sonst echt mega. Gehen wir wieder ins Bällebad. So, eigentlich wollte ich ein bisschen über Niantic reden, dass ich auf deren Seite bin, sogar überraschenderweise. Aber kurz davor noch zu dem Sushi-Laden, weil ich war heute mit einer Kollegin was essen und die ist auch Foodbloggerin und die hat mir was bisschen von dem Laden erzählt, weil die hat schon mal eine Kooperation mit denen gemacht und sie hat gesagt, das war die schlimmste Kooperation ever und richtig unfreundliche Leute dort. Erstmal, ich habe ja gesagt, das Sushi ähnelt, erinnert mich an Steffen Hensler. Liegt daran, dass das Konzept von denen übernommen wurde, das war anscheinend einer von den zwei Gründern, war einer, der hat dort gearbeitet bei dem, Steffen Hensler, und dann hat er sich inspirieren lassen und deswegen ist es halt sehr, sehr ähnlich und hat mich sehr stark daran erinnert, nur ein Stiefchen drunter. Und die hat halt eine Kooperation mit denen und ich muss eher, also ich kenne ihre Preise, das ist echt nicht teuer, das ist noch sogar manchmal im zweistelligen Bereich. Zweistellig, okay? Und die bieten Sushi für 80 Euro an, okay? Und die können sich das so nicht leisten, oder wie? Und dann haben die halt das gemacht, was sie immer machen. Posts, Stories, markiert dies, das. Und im Nachhinein, also sie hat nicht mal eine Aufrechnung was gemacht, sie hat nicht mal Geld dafür verlangt, sondern sie wollte dafür, also sie hat dafür einen Gutschein. Eigentlich hätte sie dafür einen Gutschein bekommen, so haben die sich dafür, darauf geeinigt, weil er meinte, ja, also das ist natürlich alles nur das, was die Kollegin erzählt, einseitig, aber hey, das ist mein Videotagebuch, Mann, ich erzähle, was ich erzählen will. Und er meinte, oder die meinten, zwei Geschäftsführer, die sind neu, die ist das, die können sich das noch nicht leisten und würden einen Essensgutschein rausgeben für die Arbeit, für die Kooperation, was für meine Kollegin okay war. Dann hat sie alles gemacht und dann hat sie halt auf Feedback gewartet. Dann hat sie nach dem Gutschein mal gefragt, nach ein paar Tagen. Und dann sind die bisschen, was heißt bisschen, angeblich bisschen ausgeflippt, sind die ja dumm gekommen und haben gemotzt und gemeckert und haben halt gesagt, jo, voll unprofessionell wie sie war, hat das alles so mit Handy gefilmt. Und am Ende des Tages, was dabei herausgekommen ist, dass sie gesagt haben, dass sie ihr keinen Gutschein dafür geben, sprich sie wurde dafür nicht bezahlt, also Gegenleistung hat sie nicht bekommen sozusagen dafür für ihre Arbeit. Und das ist halt ehrenlos. Also auch wenn man mit dem an sich, mit dem Ergebnis nicht zufrieden ist, man hat sich ja darauf geeinigt im Vorfeld, was man alles macht und was, also was man bekommt und was man gibt. Und Influencer-Marketing ist halt so, du kannst nicht garantieren, hey, durch diesen Post kriegst du 200 neue Follower, 300 neue Follower und XY Likes. Das ist ja genauso wie bei mir und Hongs Tour. Ich habe ja auch für die Mails ein bisschen mehr gezahlt, weil ich sie halt locken wollte, aber ich kann ja von denen auch nicht erwarten, hey, nachdem sie das gepostet haben, werden wir 10 Touren oder so verkaufen. Ich kann mit etwas spekulieren, also ich erwarte eine Tour, weil ich realistisch bin, aber ich kann ja dann auch nicht sagen, hey, ihr habt nur 3 Kunden reingebracht, ich bezahle euch nicht. Das geht ja nicht, das ist ärgernlos, das ist, dann hast du dein Marketing falsch gemacht, dann hast du falsche Vorstellung gehabt und irgendwie gab es halt dann Stress und echt schade, also so kann man nicht täuschen. Der war überfreundlich zu mir, auch zu den anderen Gästen, wo ich da war, was heißt andere Gäste, einen anderen Gast hatte er, hat auch angefangen ein bisschen zu quatschen über Social Media und so, sieht natürlich die Kamera, was fängt dann mit mir zu quatschen, aber ja, schade, also wie gesagt, die Kollegin hat gesagt, das ist die schlimmste Kooperation, die sie jemals hatte und echt schade, dass die so reagiert haben. Wenn dir irgendwas nicht taugt,
kooperationstechnisch, da musst du es halt natürlich sagen, während die Kooperation, also wenn die das drehen und dann sagen, hey, was macht ihr da mit dem, keine Ahnung, mit dem Handy, wieso habt ihr keine, was weiß ich, Spiegelreflexkamera oder so, aber doch nicht im Nachhinein, wenn alles schon abgelaufen ist, alles schon fertig gemacht ist, schon Leute darauf aufmerksam wurden, also es war ja nicht so, dass es komplett nutzlos war, sondern da kam schon Feedback rein und ich kenne die Mädels, die das machen, die machen das eigentlich relativ gut und es gibt auch viele Leute, die dann ihre Stories und so schauen, ihre Posts und sich daran von inspirieren lassen. Gibt es ja bei mir auch und ich bin viel, viel kleiner. Da gehe ich zu diesem super saftigen Griechen mit dieser fetten Pita, mit dem fetten Gyros und poste das und dann schauen da ein paar Leute vorbei und sagen, hey, ich will auch dieses super saftige, fette Gyros. Also und bei denen ist halt um ein Vielfaches, also das bringt schon. Und da dann einfach im Nachhinein zu sagen, yo, uns hat das nicht gefallen, ihr kriegt das Geld nicht oder so, oder ihr werdet nicht entlohnt. Ehrenlos, Mann. Das ist dein Fehler, dass du das irgendwie misskalkuliert hast oder dein Fehler, dass du während des Drehs nichts gesagt hast, aber im Nachhinein dann irgendwas zu sagen, vor allem dann so auf die ehrenlose Schiene, so, ja, uns hat dies und das nicht gefallen und dies und das, ihr wart nicht professionell und so, Digga, sag einfach straight, hey, das war nicht so effektiv wie gedacht, wir wollen euch nicht bezahlen oder so. Immer noch ehrenlos, aber immerhin ein bisschen weniger ehrenlos. Aber so ist es, man. Wenn man von irgendwo abhaut und das Konzept einfach sich inspirieren lässt, was kann man von solchen Leuten erwarten? Ja, kurz noch zu Niantic, weil ich habe das Thema schon angeschnitten. Ich finde es gar nicht so schlimm, dass sie das, also es geht um den Bonus, doppelte, ich weiß gar nicht wie, die Reichweite ist erhöht. Nicht doppelt, ich weiß gar nicht mehr. Und das war wegen Corona offensichtlich. Es war sogar noch da, wo ich noch gespielt hatte, da hatten die das schon erhöht. Da hat sich sogar noch ein Video dazu gemacht. Das hieß, glaube ich, irgendwie, Pokémon Go wird wieder richtig leiden, wenn es wieder normal ist oder so. Da hatte ich sogar schon drüber geredet, dass irgendwann die Boni halt wieder weg sind mit diesen Corona-Boni und man gewöhnt sich halt, hat sich dann an diesen Luxusstatus gewöhnt und dann wird es einem weggenommen und dann findet man es leidend. Genau das habe ich vor einem Jahr schon vorher gesagt. Digga, hier, den hier. Richtiger Ugal Naibaba habe ich gemacht. Und ja, jetzt fangen die Leute an. Und es gibt anscheinend viel Stress, viel Boykott und so. Die Leute beschweren sich über Niantic, dass sie nicht hören auf die Community und dies, das. Kann ich verstehen, als Ex-Spieler, als ex-sehr, sehr aktiver Spieler, dass die Leute das nicht mögen. Die sagen halt, hey, lass doch einfach so, wie es ist. So ist 1000-mal besser. Verstehe ich. Aber ich verstehe auch Niantic, weil es halt Bequemlichkeit. Es ist Faulheit, dass euch das jetzt so besser taugt. Aber es war ja wegen einer Notsituation. Es war wirklich Notsituation, Corona, Weltpandemie und die haben sich halt angepasst. Und das ist ja nicht das ursprüngliche Konzept. Das ursprüngliche Konzept ist ja rumgehen und Sachen entdecken und vor dem Pokestop stehen und nicht, dass der Pokestop, wie zum Beispiel jetzt hier bei mir, das Haus direkt ist ein Pokestop, aber auch der Hinterhof von irgendeiner Wohnsiedlung hier zwei Straßen weiter und ich würde jetzt mit dem Bonus, ich weiß nicht, ob der Bonus noch aktiv ist oder ob die schon abgeschaltet haben, ich würde rankommen. Also ich kann Niantic schon verstehen und da muss ich sagen, jetzt habe ich natürlich Abstand vom Spiel, als Außenstehender, als Nicht-Süchtiger, der nicht jeden Tag Pokémon Go spielt und nicht darauf fokussiert ist, jeden EP mitzunehmen und maximal effektiv zu sein. Kein großes Ding. Da hat Niantic schon recht. Pandemie ist vorbei. Zurück zum Normalen, so wie es sein soll. Ihr seid halt echt bequem und voll geworden und das ist halt Luxus, den ich vorher gesagt habe. Wenn man in Luxus lebt und dann wieder zurückgehen muss zu etwas Schlechterem, ist natürlich leid für einen und man denkt sich, ja, hey, lass doch einfach so, aber in dem Fall könnt ihr echt das zurückdrehen und sagen, hey, so soll es sein, das war eine Ausnahme. Bei anderen Sachen, die ich viel schlimmer finde, da haben die Leute nicht so rumgeheult. Da haben die keinen Boykott gemacht. Bei irgendwelchen Events, wo Niantic Münzen geiern will und uns ausbeutet und bei den X-Rates, was für Fehler die gemacht haben, da sind die Leute ganz ruhig. Aber jetzt bei so einem banalen Thema, Boykott des Todes? Aber egal, das ist euer Problem. Ich find's nicht so schlimm. Das war's von mir, Leute. Meinungen zu zwei verschiedenen Sachen. Dieser ehrenlose Sushi-Laden und
dass Niantic das in dem Fall, Niantic macht viele Fehler, aber in dem Fall hat Niantic eigentlich echt recht. Ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscriben, kommentieren, checkt die Videos ab, folgt mir auf Instagram und Twitch. Investiert in Bitcoin, so wie der verrückte Zuschauer, der einfach 18k investiert hat. Cashflow generieren, serious business und ciao, Alter.